Hallo Masters-Fans, herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing hier bei den Origins-Giganten. Ja, ich habe Post bekommen. Endlich, meine heiß begehrte Figur aus England ist eingetroffen. Denn Amazon.UK hat mir Scareglow heute frisch geschickt. Ich warte schon seit Wochen sehnsüchtig darauf und wollte meinen Augen nicht trauen, was ich heute im Briefkasten vorfand. Ihn hier. Und den gucken wir uns jetzt erst einmal in der Verpackung genau an. Scareglow. Tada! Da steht Scareglow. Er kommt auf einer amerikanischen Karte für den europäischen Markt. Ja, da guckt er echt erwartungsvoll heraus aus dem Blister und möchte gleich von mir befreit werden. Auch diese Figur stammt, wie man unschwer erkennen kann, aus dem Hause Mattel. Im Hintergrund gibt es das Comic zur zweiten Wave. Auch hier beim Artwork hat sich Mattel wieder richtig Mühe gegeben, sieht richtig geil aus. Man weiß zwar nicht, warum wieder Prinz Adam hier im Mittelpunkt steht, aber auf alle Fälle fühlt sich hier Scareglow total überrascht. Hier links sieht man die Funktion von Scareglow. Es ist eine Glow-in-the-Dark-Version, das heißt, er leuchtet grünlich im Dunkeln. Und hier rechts sieht man die erschienenen Figuren der Reihe. Und unterhalb der Backcard gibt es wieder eine Menge Verbraucherinformationen. Ja, dann wollen wir mal das heiß begehrte Stück der Origins mal auspacken. Das Messer ist gewetzt. Er schreit schon, er möchte aus der Verpackung befreit werden. Scareglow. Eine richtig tolle Figur und ich glaube, bisher ist das die heiß begehrteste Figur bei uns Sammlern. Ja? Scareglow. Die originale Figur aus den 80ern ist wirklich mit einer der Figuren, die wirklich etwas wert sind. Sei es verpackt, aber auch unverpackt. Und man muss schon sagen, wenn ich sie mir so anschaue, sieht sie wirklich so aus wie damals. Ja? Ich möchte schon fast sagen, bis auf die Gelenke 1:1. Und das Tolle ist ja daran, was ich euch eben schon sagte, sie hat diesen Glow-in-the-Dark-Effekt. Das heißt, diese Figur leuchtet im Dunkeln grünlich. Und das macht diese Figur echt zu etwas Besonderem. Und sie sieht natürlich richtig schnieke aus. Und dann wollen wir sie einfach mal auspacken. Und wie man so sieht, die Verpackung ist nicht mehr die beste, denn der nette Paketbringer von Amazon hat ihn einfach ein wenig in den Briefkasten reingedrückt. Deswegen fehlt auch das Punchhole hier oben. Und wie gesagt, die Karte ist auch mit einigen Stresslinien ja, behaftet. Deswegen fällt es mir auch gar nicht so einfach so schwer, ihn einfach jetzt auszupacken. Denn Amazon.UK liefert mir morgen noch einen und ich habe noch einen vorbestellt. Also folgendessen bin ich da total relaxed und möchte ihn jetzt erstmal aufmachen. Ich bin schon total gespannt auf diese tolle Figur. Ah. So, natürlich das zweite Mini-Comic. Ja, kennen wir ja, habe ich euch schon gezeigt. Irgendwann werde ich euch mal die beiden Mini-Comics ganz genau vorstellen. Und ja, schade eigentlich, das habe ich auch schon mal gesagt, schade, dass es da keine Sprechblasen gibt. Man muss sich wirklich den Cartoon, der circa 6 Seiten geht, man muss sich ihn wirklich zusammenklamüsern. Hier spielt auch Scareglow eine Rolle in diesem tollen Mini-Comic. Und hier hinten sieht man einige Figuren dieser Line. So. Aus, raus, raus mit dem jungen Mann. Ja, Verpackung ist fast unbeschädigt. So sieht er denn aus. Da kommt mir schon sein Beil mir entgegen, ja, seine Sense. Ach, der schon alleine hier, der Gummiumhang ist geil. Den spürt man, sieht man, der geht sogar noch hier durch den Blister.
Seht ihr? Ja, toll. Scareglow war damals auch einer meiner Mitlieblingsfiguren. Und wie gesagt, was ich eben schon sagte, ist, der ist heute echt was wert, wenn man ihn noch komplett, ja, hat, sei es verpackt, aber auch ausgepackt. Das ist bei eBay schon was wert, so eine Figur. Der ist auch heiß begehrt, weil viele Fans vergöttern ihn und viele Fans möchten ihn haben. So, Moment. Heute ist er besonders gesichert. Er möchte das Verlies noch nicht verlassen, aber da ist er mit mir an der falschen Stelle. Er muss raus. Scareglow. Oh. Toll. Mega, mega, mega cool. Wir fangen erstmal wieder, bevor ich da mal gucke, fangen wir erstmal an mit dem Zubehör. Das ist ja die Sense von Scareglow. Sie wird auch leuchten nachher. Da bin ich auch mal gespannt, wie das aussieht, wenn er in der Nacht leuchtet. So, und nun ist hier Scareglow bei mir in den Händen. Ja, im Gegensatz zu dem Original, was einen Stoffumhang trug, ist dieser Umhang hier aus Gummi. Ja, sieht man, der ist aus Gummi vollkommen. Und man kann auch hier diese Figur bewegen. Er hat auch viele Bewegungspunkte. Seht ihr das? Die Hände kann man bewegen, den Kopf kann man natürlich bewegen vom Scareglow. Er hat natürlich auch keinen Hüftschwung, sondern man kann die Hüfte wirklich nur nach links oder nach rechts drehen, genauso wie die anderen Origins. Seine Füße kann er bewegen. Die erinnern mich natürlich an, das sind die Füße von Skeletor. Seht ihr das? Ja, gucken wir uns gleich mal ganz genau an. Und man kann auch natürlich hierbei den Kopf abnehmen, ja, und ihn natürlich lustig mit anderen Köpfen der Line kombinieren. Seine Hände kann man abnehmen. Das habe ich euch schon bei den anderen diversen Figuren schon gezeigt. Und jetzt, wenn ich so gucke, sieht er richtig cool aus. Wirklich fast 1:1 wie die Originalfigur aus den 80ern. Und die gucken wir uns jetzt erstmal einmal ganz genau ausgepackt an. Ja, da steht Scareglow. Er guckt schon richtig düster. Ja, seine Augen leuchten, wie man hier sieht, auch rot. Und hier seine Sense. Und hier ist Scareglow von unten. Und was ich eben schon sagte, ist, er hat die Füße von Skeletor. Ja, auch die Bemalung auf seiner Brust samt Arme und Beine sind wie beim Original hier gegeben. Und hier der Umhang von Scareglow von hinten. Und wie man so sieht, leuchtet die Figur auch im Dunkeln. Scareglow, eine atemberaubende Figur. Ja, eine wirklich fantastische Figur. Sie hat auch ein sehr gutes Handling, wie all die anderen Figuren der Origins. Und ja, ein richtiges Schmuckstück. Was haltet ihr von Scareglow? Ist es auch einer eurer Lieblingsfiguren der Reihe? Oder welche habt ihr denn? Worauf freut ihr euch noch bei der Veröffentlichung der nächsten Figuren? Es sollen ja wirklich noch eine Menge Figuren kommen, wie Merman, Fisto, was haben wir denn noch im Angebot? Ach, eine ganze Menge. Und natürlich, worauf wir uns alle freuen, ist ja die Origins Castle Grayskull. Ja, damit beschließe ich dieses kleine, kurze Unboxing-Video zu Scareglow. Eine tolle Figur. Und das Tolle ist, wie gesagt, dass sie sogar nachts leuchtet. Und das richtig schön böse und bedrohlich. Ja, man hat da schon ein bisschen Schiss, wenn man schlaftrunken nachts wach wird und diese grauenhafte, leuchtende Figur vor einem steht. So. Bis dahin, bis zum nächsten Unboxing hier bei den Origins Giganten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt Fan. Tschüss.